Ich grüße alle, groß und klein, von einem Ort hoch über dem Regierungsviertel von Berlin. In dieser Stadt begann eigentlich mein persönliches Band mit Endlich Musik im Jahr 2008. Nur kurz nach ihrer Gründung erhielten sie hier ihren ersten Bundespreis rund um das Thema Musikvermittlung. Abends wurde natürlich gemeinsam gefeiert. Weitere Preise folgten. Und das ist es auch, was mich bis heute mit Endlich Musik verbindet und was es mir bedeutet. Natürlich die Begeisterung, die Musik, die Möglichkeit, Spät- oder Wiedereinsteigern eine Möglichkeit zu geben für ein ganz wunderbares Hobby. Aber mindestens ebenso bedeutet es für mich, tolle Ideen und innovative Konzerte rund um die Melodie. Man spürt, dass alle Mitglieder nicht nur mit hohem Engagement dabei sind, Freude vermitteln wollen, sondern selbst ganz viel Spaß dabei haben. Ein Orchester mit Herz. Oder, um es mit den Worten des Musikrates zu sagen, mit dieser Initiative werden des Deutschen Musikrates kühnste Träume wahr. Wahrlich ein Leuchtturmprojekt. Wenn man im Plenarsaal ans Pult tritt, dann beginnt man ganz protokollarisch korrekt mit Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen. Aber heute und dem Anlass unseres Projektes entsprechend beginne ich mit den Worten: Es war einmal. Mit unglaublich viel Liebe zum Detail und viel Herzblut wurde Märchenmusik innerhalb kürzester Zeit zu einem ganz besonderen Highlight in unserer Stadt. Märchen, die man selbst glaubte, von klein auf zu kennen, bekommen einen ganz neuen Ausdruck. Man kann nur erahnen, wie viel Vorbereitung es bedarf, um dies derart abgestimmt immer auf die Bühne zu zaubern. Alle Sinne werden angesprochen. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit nicht nur als Schirmherrin, aber im Namen auch von vielen, vielen anderen meinen ganz ausdrücklichen Dank an das ganze Team sagen. Denn wir wollen ehrlich sein. Die Aufführungen ziehen mindestens ebenso viele Erwachsene an wie die eigentliche Zielgruppe, die Kinder. Nun leben wir in einer Zeit, die persönliche Nähe nicht zulässt. Und natürlich wünschen wir uns alle, dass dies dann im kommenden Jahr wieder möglich ist. Das Team rund um Märchenmusik hatte sich jedoch zum Ziel gesetzt, gerade in einer eher kulturarmen Zeit eine Möglichkeit zu finden, ihr Publikum auch in diesem Jahr zu begeistern. Und die Digitalisierung unserer Welt macht es möglich. Die Zuschauer begeben sich diesmal vom Wohnzimmer oder auch Kinderzimmer aus auf einer Märchenreise. Und gleichzeitig haben noch viel, viel mehr Menschen so die Gelegenheit, an diesem Erlebnis teilzuhaben. Aus Märchenmusik wird Märchenmusik at home. Eine grandiose Idee, die sicher ganz neue Blickwinkel eröffnet, und wir sind bereits jetzt alle sehr, sehr gespannt. So glücklich wie ich gibt es keinen Mensch unter der Sonne. Wer hat das gesagt? Hans im Glück. Neu interpretiert vom Endlich Musikorchester. Zur Wahrheit gehört aber auch, Einnahmen über den Verkauf von Tickets wie sonst fallen ja weitgehend aus. Video- und Tontechnik kommen aber im Gegensatz dazu. Alles in allem, was sich erstmal einfach anhört, wird sehr komplex und stellt die Mitglieder vor ganz neue Herausforderungen. Deshalb meine ausdrückliche Bitte. Tragen auch Sie mit dazu bei, dass Märchen auch in diesem Jahr wieder wahr werden. Jede Spende, jede Zuwendung trägt dazu bei, dass wir alle, groß und klein, uns auch in diesem Jahr auf eine schöne Zeit freuen dürfen. Alle Informationen zum Projekt und Kontaktpersonen
finden Sie unter www.endlichmusik.de. Für heute wünsche ich Ihnen bereits jetzt ganz, ganz viel Vorfreude und den Mitgliedern, Orchester noch ganz, ganz viele tolle Ideen. Lassen wir gemeinsam auch in diesem Jahr Kinderaugen strahlen.